Online-Geister, Hausmeistereien. Hallo, liebe Podcast-Hörer zu den Hausmeistereien und willkommen zurück, liebe Radiohörer bei Online-Geistern. Immer noch Folge 87. Ja, wir nähern uns sehr stark den 90ern. Bald werden wir dreistellig. Das kriegen wir mal rein. Rechnung im nächsten Jahr dann. Im nächsten Jahr sind wir dann. Ich bin gespannt. Kommt Folge 100. Wir müssen uns langsam mal Gedanken machen, was wir da machen wollen. Aber zum Finale. Gibt es einmal Musik, ist die auch wieder frei verwendbar? Ja. Sehr schön. OC Remix. Wir lieben frei verwendbare Creative Commons oder sonstige Lizenzen unterliegende Musik. Vorbringen wir euch aber noch auf den aktuellen Stand. Beginnt mit auch einem Radiothema. Radio GPT. Eine KI trägt Nachrichten vor, führt Interviews und wählt Musik aus. Also sieht genau wie ich, nur halt. Genau. Tristan, ich muss dir was sagen. Also ich meine, du machst ja demnächst eh eine Ausbildung. Also. Keine Zeit mehr. Ja. Nee, aber ohne Scherz, es ist wirklich ein ziemlicher Trend in letzter Zeit. Also selbst, also Radio GPT bei streamon.fm, Link packen wir euch in die Shownotes, mit der Bezeichnung Live, Local and Powered by AI. Radio GPT als eine Radiosoftware, die auf GPT-3 aufsetzt und Moderatoren komplett ersetzt. Also es gibt wirklich keinen Menschen mehr, der da irgendwas spricht. Ich habe mir das schon ein paar Mal auch angehört. Das sind halt wirklich so diese 0815 Radiosender, die halt einfach so die und üblichen. Und das Beste aus den 80ern, 90ern und das Beste von heute. Zwar auf Englisch momentan noch in der Variante, aber ich habe schon mal recherchiert, es gibt auch schon eine deutsche Variante. Also es gibt sowieso schon einen deutschen Sender, der Interesse angemeldet hat an Radio GPT, aber Absolut Radio war schneller gewesen. Eine aus Bayern kommende, der DAB Plus Sendeanstalt, also die kann man nur über Digitalradio hören. Und da gibt es halt eben unter absolutradio.de zum Thema AI Stream gibt es dann halt eben die KI Kai, die dann halt durchs Programm führt in einem der Streams. Also es ist dann, ich glaube, es hat noch in dem Sinne keinen wirklichen Titel, wie das jetzt heißt. Also es gibt so absolut Relax, absolut Sonstiges, also wo halt eben dann immer das grobe Thema Teil des Sendertitels ist. Also absolut Kai gibt es, glaube ich, jetzt nicht als Namen, aber es ist momentan so ein Experiment von dem Sender, was ich auch ganz interessant fand. Ich habe mir beide schon mal angehört, muss sagen, die englische Variante finde ich persönlich überzeugender, also ein bisschen natürlicher in der Sprachsynthese als das deutsche. Aber klar, für englische Sprache gibt es im Normalfall auch wesentlich mehr Trainingsdaten, gibt es wesentlich mehr Sprecher. Daten auch, aber spannende Entwicklung. Also wir hier bei Radio Korax sind uns aber trotzdem relativ sicher, wir werden auch in ein paar Jahren noch genug zu tun haben. Das ist so einzigartig. Das wird keine KI ersetzen können. Genau. Was aber auf jeden Fall ersetzbar oder auf jeden Fall verbesserbar wäre. Zweite Meldung, die Podcasts der Bundesregierung. Ja, es gibt wirklich Podcasts unserer Bundesregierung. Ich könnte dir auf vorgehaltener Pistole keinen einzigen nennen. Das ist nämlich auch das Problem. denn bei unternehmenheute.de, da gab es dann mal so eine Meldung an der Stelle, dass halt eben die Podcasts der Bundesregierung nur wenige Hörer haben. Deswegen, liebe Bundesministerien, liebe Bundesregierung da draußen, Online-Geister bietet euch gerne Unterstützung an. Wir machen auch Podcast-Consulting, falls ihr Unterstützung brauchen könnt. Ich glaube, wir brauchen erst Unterstützung im Marketing. Weil ich habe davon nichts mitbekommen, dass es welche gibt. Distribution an der Stelle. Vielleicht sind die ja super, vielleicht sind die absolut großartig. Ich weiß noch nicht mal. Also ich habe ein paar schon mal gehört. Das ist leider an vielen Stellen so ein Fachgelaber, wo es einfach so ein Experte mit dem anderen trifft. Leider, muss ich sagen. Wer es aber auch wirklich gut macht, muss ich sagen, was Podcasts angeht, so im öffentlich-rechtlichen Bereich, zumindest Deutschlandfunk. Die haben wirklich sehr gute Podcast-Formate. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Einfach nur mal für gehört haben an der Stelle. Und unsere letzte Meldung wäre von T3N kommend, wenn Apple Sherlockt. Was das bedeutet und wie betroffene Unternehmen reagieren können. Tristan, was meinst du? Du hast jetzt von der Meldung noch gar nichts gehört. Nee, das hast du reingesetzt, dass ich kurz losgelaufen bin. Oder kurz nämlich losgelaufen bin anscheinend. Nee, gar nicht. Das war wirklich jetzt schon eine Weile drin. Also, ich lese schon die Hausmeister rein. Sherlocking. Was ist Sherlocking, deiner Meinung nach? Über einzelne, keine Ahnung, einen kleinen Hinweis, die ganze Lebensgeschichte her sich erfinden. Ah, die hat Schmutz unter den Fingernägeln, also geht sie fremd. Ja, so halb und halb. Also laut T3N, also Sherlocking, wenn das Unternehmen eine neue Funktion herausbringt, die einer bereits bestehenden Drittanbieter-App erstaunlich ähnlich ist. Was hat das mit Sherlock zu tun? Wird halt einfach so bezeichnet. Also ja, Apples Desktop-Suche hatte 2002 den Namen Sherlock bekommen und im Zuge eines Updates neue Funktionen verpasst bekommen. Und das hat halt eben sehr an eine Drittparty-Anwendung namens Watson erinnert.
Und naja, daher kam der Name so ein bisschen, dieses Sherlocking, also hat eben wie bei der Desktop-Anwendung Sherlock nachgemacht. Also es ist halt einfach abkupfern, kopieren. Deswegen vor allem für alle unsere Fans und Freunde da draußen, die im Bereich von Apple irgendwas machen, also sei es jetzt, dass ihr iOS-Apps programmiert oder sonstige Software vielleicht im Kontext mit Apple herstellt, bitte immer im Hinterkopf behalten, ihr seid nur geduldeter Gast auf diesen Plattformen. Denn wenn Apple oder Google oder Microsoft der Meinung sind, hey, ich kann das doch klauen, damit selbst Geld verdienen. Nee, die haben im Normalfall aktuell mehr Marktmacht als ihr wahrscheinlich. Ist am längeren Hebel. Ja, fand ich einen sehr interessanten Artikel, deswegen mal mit erwähnt gehabt und Punkt aus bei dem Thema. Mehr haben wir heute nicht. Ja, dann kommen wir direkt zur Musik. Die ist vom OC Remix Album A World Reignited, wo mehrere Künstler, Musiker, Musikerinnen die Musik von der Golden Sun Spiele neu interpretieren. Und wir haben jetzt das Thema An Adept's Home, die Heimat des Adepten, neu interpretiert von Ganei, und da heißt es Delay On. Das war Delay On von Ganei von OC Remix, neu interpretiert aus dem GBA-Rollenspiel Golden Sun, der Track An Adept's Home. Den dürft ihr frei verwenden, solange ihr nicht direkt damit Geld verdient. Ihr müsst nur erwähnen, dass von OC Remix kommt. Und könnt uns auch noch kurz mit erwähnen, dass ihr vorhin hier das Lied erfahren habt von Online-Geistern. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende. Genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und das war's für heute. Tristan, hat mich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut, Christian. Wir hören uns beim nächsten Mal und dann gibt's eine Live-Episode. Die Online-Gäste erfüllen sich einen lang gehegten alten Traum. Wir nehmen wirklich mal live eine Episode auf. Zumindest bei Twitch nehmen wir die live auf. Das wird nämlich auch unser Thema sein, und hören könnt ihr das Ganze oder uns auch besuchen, wenn ihr möchtet, am 15. September 2023 in der Bahnhofslounge im Hauptbahnhof in Halle an der Saale zum Mitteldeutschen Barcamp. 15. September vor Ort. Live bei Twitch parallel, in der Hoffnung, dass es die Infrastruktur im Digitalen hergibt. Aber dann in der nächsten Folge wird es um das Thema Twitch gehen.
war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.